Yo, Fischlins! Leider hat unser Shadow of Colossus Let's Play auch ein Ende gefunden. Es war ein sehr gutes Ende auf jeden Fall. Es hat mir sehr gefallen. Und nun möchte ich Kritik dazu äußern, damit ihr einen Einblick über das Spiel habt. Ich werde meine Kritik so aufteilen, dass ich zuerst über die Pros rede und dann nur Kontrast dort mache, wo es wirklich negativ war. Also ich würde nicht bei jedem Punkt Kontra geben, wenn es kein Kontra hat, weil das wäre auch kontraproduktiv, wenn ihr versteht. War ein kleines Wortspiel, weil da müsste ich hier dort Kontra suchen, wo es überhaupt keins gibt, nur um Kontra für jede Spalte zu haben, die ich habe. So, meine Spalte besteht aus Story, Gameplay, Musik, Gegner und Schwierigkeit. So. Beginnen wir also mit unserem Kritikvideo, Fischlins. Das Spiel fasziniert schon gleich bei seinem Intro, in dem es uns dessen wunderschöne Umgebung bzw. Location zeigt. Die Story des Spiels ist keine Wissenschaft und auf diese Art und Weise gibt es recht viele Stories, seien es nun Spiele, Filme oder Romane etc. Jedoch, wie man das Emotionale aufgearbeitet hat, ist ein Meisterwerk, wie man es nur in wenigen Spielen finden kann. Wer das Mädchen ist, wird einem im Spiel nicht verraten. Umso emotionaler wird es, wenn man alles versucht, diesen wieder ins Leben zurückzuholen. Das Gameplay ist relativ simpel. Die Steuerung ist handlich und somit sehr anfängerfreundlich. Mich fasziniert, dass man bestimmte Tasten für bestimmte Aktionen drücken muss, um den Spielern ein realitätsnahes Spielerlebnis bieten zu können. Wie R2 gedrückt zu halten, um sich an Efeu und an den Kolossen oder Klippen etc. festhalten zu können. Auch das taktische Wechseln zwischen Bogen und Schwert ist eine sehr positive Engine und gibt dem Spiel einen extra Anreiz. So, kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema in diesem Spiel, die Musik. Oh mein Gott, die Musik im Spiel. Okay, es sind nicht viele Soundtracks. Meines Wissens nach gibt es im ganzen Spiel nur wenige Soundtracks, die zurechtgeschnitten und eingefügt worden sind. Jedoch ist die Musik so gut, ich musste jedes Mal mitsummen und finde die Musik im Spiel mit eines der besten Eigenschaften des gesamten Spiels sind und einem wirklich an das Spiel binden. Lob an das Team, by the way. Im ganzen Spiel gibt es insgesamt 16 Kolosse. Jedes einzelne ist in einem anderen Ort. Das bedeutet, ihr seid immer in einer anderen Umgebung, womit das Spiel einen ständig neues Location bietet. Die Kämpfe müssen mit Köpfchen bestritten werden. Wenn man es geschafft hat, gibt es einen unglaublichen Serotonin-Boost. Jedes Koloss hat ihre eigene Bewegungsmuster und keiner ähnelt dem anderen. Somit ist man immer auf sowohl die neuen Locations als auch den neuen Koloss gespannt und ist ständig bedient. Die Schwierigkeit des Spiels ist zu einem durch das Überlegen, wie man einen Koloss zu Fall bringt, als auch wie man die Umgebung für seine eigenen Vorteile benutzen kann, ziemlich gut bearbeitet worden. Zudem haben die Kolosse im Schwierigkeitsgrad schwer einige Weakpoints mehr, auf die man zuschlagen muss. Ja, leider Fischlins haben auch Spiele, die gute Pros haben, auch ziemlich krasse Kontras. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. In diesem Spiel werde ich euch nicht so viel aufzählen können. Die ich euch aufzähle, könnten sehr marginal sein. Ja, beginnen wir mit den Kontras. Wie gesagt, haben die Entwickler ein Thema gewählt, das man oft auch in anderen Spielen, Filmen, Romanen etc. findet. Und auch viele, die dieses Thema besser aufgegriffen haben als dieser Titel. Somit ist die Story nicht groß relevant und nebensächlich, bis auf die genialen emotionalen Stellen des Spiels, wie zum Beispiel, dass Agro, unser treuer Begleiter, von einer brechenden Gebilde stürzt, nachdem es uns sicher auf die andere Seite des Gebildes transportiert hat.
Wenn man den Dreh raus hat, sind die Kolosse ziemlich einfach auf die Knie zu bringen. Zudem sind 16 Kolosse einfach viel zu wenig und das Spiel ist auch dementsprechend zu kurz. Soweit ich in Erfahrung gebracht habe, gab es auch im Originalspiel nur 16 Kolosse. Daher ist es ziemlich traurig, dass man im Remake nicht noch ein paar Kolosse mehr gegeben hat. Ja, das hättet ihr echt machen können, Leute. Von einem Punktesystem von 1 bis 10 muss ich leider erstmal 2 Punkte abziehen. Da aber die emotionale Erfahrung im Spiel so fasziniert ist, ziehe ich von der Story nur einen halben Punkt ab. Damit hätte das Spiel nun einen Punktewert von 8,5. Mein Fazit also, auch wenn die Story nicht sehr berauschend ist und das Spiel eher kurz ist, ist das Spiel eine Erfahrung, die jeder Zocker auf jeden Fall machen sollte. Yo, danke, dass ihr so lange dabei wart. Drückt auf den Abo-Button, falls euch das Video gefallen hat und auf die Glocke, um immer mit den Fischmenschen zusammen zu segeln. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns in einem neuen Projekt Fischlins. Haut rein! Bah!